Es ist wirklich unfassbar hart gewesen oder immer noch so hart, diesen Clip nicht zu posten. Moin oder was und herzlich willkommen zu einer Reaction auf den Project Next Gen Trailer und zwar den offiziellen. Ich habe mir selber noch nicht angeguckt, das Ding ist 2 Minuten 52 lang. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr hyped, mir das Ding anzugucken. Für alle, die nicht wissen, was Project Next Gen ist. Kurze Erklärung. Letztes Jahr, also im Juni 2022, waren wir schlappen zusammen mit 9 anderen Parkour-Teams von der ganzen Welt in Bilbao. Das ist eine Stadt in Spanien unterwegs für eine Woche und haben zusammen an einem Parkour-Film gedreht. Jedes Team hat quasi ein Part in diesem Film. So wie auch wir. Wir schlappen. Wir haben 15-Minuten-Part mit Sachen, die wirklich auch wir nur in einem Film machen können, weil sie YouTube komplett unkonform sind. Also könnten wir auf YouTube nicht zeigen. Das heißt, den Film wird es ab dem 22.10. zu kaufen geben. Und es ist wirklich meine dringlichste Empfehlung, euch den zu kaufen, wenn ihr exklusiven Schlappen-Content sehen wollt. Also sind wirklich sehr wilde Dinger drin. Ich bin unfassbar hyped, was Max da jetzt am Trailer zusammengeschnitten hat und generell schon für diesen Film zusammengeschnitten oder diesen Film geschnitten hat. Die Premiere, die war nämlich neulich schon in London. Ich war leider nicht dabei, weil ich zu der Zeit, wo die Premiere war, in Kanada war, bei Seven vs. Wild. Aber alle anderen haben den Film halt von uns schon gesehen und gesagt, dass es komplett geil ist. Max hat über ein Jahr Vollzeit daran gearbeitet. Also es ist höchstwahrscheinlich, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber von dem, was ich weiß, was da gefilmt wurde, einer der besten Parkour-Filme jemals und eine absolute Madness. Wir werden uns den Trailer jetzt zusammen angucken. Ich lasse ihn komplett einmal durchlaufen und danach gehen wir wie beim Seven vs. Wild Trailer so ein bisschen mal Clip für Clip durch und gucken uns das Ganze an. Also. It's the place to be, for sure. Like, jeez. It's clean. The spots are unreal. It's beautiful. Like, it's just. It's crazy. I mean, I can't believe there's like a huge community. No. Oh. Yes. Die Kröte, hä? Schnubbi! I said to myself, I will leave this trip hurt. I'll smash my wrist, I'll hurt my ankle, I'll hurt my back. I don't want to be training at where I'm at. I want to try and push beyond it. Yo! Project fucking Next Gen. Sunday. Auf Vimeo.
22. Oktober. Erhältlich. Oh, einmal durchgeguckt, das Ding. Ich wollte schon zu so vielen Sachen was sagen, aber boah, ist das ein banging Trailer. Kriegt man Bock? Ich krieg so Bock, diesen Film zu sehen. Alter, ist das geil. Ja, ihr habt schon gesehen, wir sind natürlich auch einige Male zu sehen und es sind tatsächlich auch Leute aus unserem Team zu sehen. Wir haben unser Team ein bisschen erweitert. Wir haben ein paar Gäste in unser Team geholt für das Drehen. Darunter Breeze, Jimbo Jumbo und Tasmania Max haben für uns quasi im Team mitgespielt und habt auch schon ein paar Clips jetzt gesehen von allen. Geisteskrank. Kurze Info noch zum Film. Parkourtechnisch, das war zu dem Zeitpunkt, wo es meiner Hüfte nach meinem Hüftbruch gerade wieder so ganz gut ging. Ich habe in dem Film meine erste richtig krasse Line wieder gemacht. Also ich habe da zum ersten Mal nach dem Bruch quasi ein Jahr circa später, ein bisschen weniger, so 10, 11 Monate nach Hüftbruch das erste Mal wieder voll auf die Kacke gehauen. Und wir gucken uns den Trailer jetzt nochmal Step für Step an. Okay. Ja, kranker Shot, erster Tag gewesen in Bilbao. 60 Athleten, noch nicht alle da gewesen an dem Tag, aber hier seht ihr schon, Jasbeck schön im Stauder-Shirt, hier seht ihr Tasmania Max, Part von unserem Team, hier ganz vorne von Gang Wizzy aus Frankreich, sehr großes Team auch, hier ist Dwayne, da ist Ette, hier ist der Krötenficker Max, ja, geisteskrank. Hier, genau, das mit dem Handy, hier, das bin ich, ja. Guggenheim-Museum, geisteskrankes architektonisches Meisterwerk, meiner Meinung nach. Und ihr habt ein paar Mal in dem Video jetzt gerade schon gesehen, hier stand ich, rückwärts dran. Und der Shot, da komme ich gleich nochmal zu. Ein paar Teams sind dahin gehitchhiked. Es sind halt 9 verschiedene Teams. Alle haben es ganz anders, das Thema, angegangen. Ein paar haben nur Parcours gemacht, ein paar haben nur gestuntet, so wie wir, ein bisschen Abwechslung reingebracht. Ein paar haben richtig geile Travel-Vibes untergebracht. Geil. Peter. Drohnen-Shot übrigens von uns, unsere Drohne. Ich glaube, Jasbeck hat den Shot gemacht. I love Dubai. Rachel und Noah von, ich weiß gar nicht, für welches Team sind die? Scruffy Boys oder Fifth Unit? Ich glaube für Fifth Unit. Aus England, aus Sheffield. Rachel, einer der besten Parkour-Athletinnen. Und Noah hat eine eigene Parkour-Marke aus Street Media. Also alle schön dabei. It's the place to be. Ja. Krank ikonischer Spot in Bilbao, war Storo auch schon mal. Und übrigens, Bilbao haben wir als Stadt gewählt, beziehungsweise Max, weil das ist eine Stadt mit kranken Spots und das ist eine Stadt, wo noch nicht viele Videos von gibt. Das heißt, die Spots sind nicht wie in London komplett ausgelutscht, sondern die Spots sind fresh. Man kann ganz viele Sachen machen, die noch nicht gemacht wurden und so weiter. Also richtig geil. It's clean, the spots are... Team Scruffy Boys aus England. Unreal. It's beautiful. Like, it's just... Mikesh von Avanti Garda aus Prag. Auch einer der besten Parkour-Athleten der Welt. Hat mal den Storo Award für, weiß gar nicht, Young Gun oder so heißt der. Also für Upcoming Athlete gekriegt. It's crazy. I mean, I can't believe Prag, there's genau. Like a huge community. Alter, hier, er ist auch von Team Scruffy Boys aus England, er macht Parkour und ist einfach Pornodarsteller, ne? Alter, der Typ ist so wild, er ist einfach Pornodarsteller hauptberuflich, das ist so wild, Mann, der hat so geile Stories abends immer erzählt, einfach nur Wahnsinn. Ich weiß leider seinen Namen nicht, fuck, das muss ich nochmal rausfinden, dann könntet ihr den heute suchen, ich probiere gleich irgendwann meinen Namen nochmal rauszufinden. Ah. Hier, das ist Lukas Cannon. Er ist auch richtig gut im Parkour, hat auch ein bisschen was trainiert, aber hauptsächlich war er an der Kamera, war Fotograf für das Ganze. Ah, Gang Wizzy, habe ich schon was von gehört. Insane Roof Missions weggemacht, kranke Roof Gaps, also Sprünge über Dächer. Und hier ist, glaube ich, hinter ein Death Drop. Also hier geht's komplett runter.
keine Ahnung, 40, 50 Meter. Und so mussten sie sich halten, dass er nicht runterfällt. Er quasi hier, er hält den, der da klettert. Und der den Kletterer hält, wird auch nochmal gehalten, weil es so sketchy ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass das die Szene ist. Ja! Hier seht ihr die Brücke, Guggenheim Museum. Es ist wirklich unfassbar hart gewesen oder immer noch so hart, diesen Clip nicht zu posten. Alter, ich sitze seit über einem Jahr, ich spoilere euch das, auf meinem höchsten Backflip ins Wasser, den schönsten Shot jemals von mir und das geilste Foto jemals von mir. Und das war kurz nach, also das war meine erste wilde Nummer nach dem Hüftbruch. Hier, über 25 Meter, diese Location, hier unten, ja, Leute, hauptsächlich Leute, die beim Projekt involviert waren, bin ich hyped, dass dieses Ding bald online ist. Alter Lachs. Krankes Ding auch, habe ich schon gehört. Unfassbarer Frontflip. 7-8 Meter auf Wiese. Krank hohes Rail auch. Hier sieht man. Also 7-8 Meter Drop. Und hier siehst du auch noch, wie hoch das Rail ist. Bis zum Nippel. Gang Rizzy. Das ist Mathieu von Gang Rizzy. Quasi so der Captain von Team Rizzy. Haben wir auch schon mal was mitgemacht in London. Gio. Vom Pasta Moves, Italien, unfassbarer Athlet. Part von unserem Part, das ist Breeze. Breeze hat heute wieder einen geisteskranken Insta-Post abgeliefert. Triple Layout aus 16, 17 Meter. Breeze war Teil von unserem Team quasi für Schlappen. Auch unfassbare Sachen gemacht. Kranke Line, gerade schon im Trailer gesehen. Geil, so geil. Tasmania Max, damals schon, letztes Jahr sind wir schon in Bäume gesprungen. Letztes Jahr für den Film sind sie nicht gebrochen, nicht kaputt gegangen, nicht so wie auf Tour dieses Mal. Das heißt, diesmal finden es wahrscheinlich alle geil, ne? Boah, Sprung in Baum, boah, wie geil, die letztes Mal rumgeheult haben und der Baum gebrochen ist. Also, im Film wird wieder in Bäume gesprungen. Zuhören. Zuhören, jetzt alle zuhören. Geiler Typ. Das ist der Spirit. Und jetzt wieder die Leute, die fragen, wie kann man in so gefährliche Sachen eingehen, so viel riskieren? Alter, weil du, wenn du nichts riskierst, kommst du nicht weiter. Sammy. Absolute Volllegende aus Perth, Australien angereist. Also wirklich über 20 Stunden Anreise, um die Woche über seinem Limit zu trainieren, um Vollgas fürs Projekt zu geben, um sich selber zu pushen, um den Film noch kranker zu machen. Volllegende, sein Part insane. Digga, er flippt Preet? Er will auf'n Rail flippen, aber landet aus Versehen auf einem anderen Rail. Hier. Ah ne, oh, da war ich blind. Tut er doch nicht. Ja, ein Team. Wie ist die Nummer? Street Sharks aus Belgien. Sieht man hier nicht, weil es sehr gut belichtet ist. Hat den kompletten Part im Dunkeln gefilmt. Nachts, alles nachts. Das heißt, immer krank ausgeleuchtet den Spot. Und die Jungs meinen, das ist mit Abstand geilste Part vom Editing und so. Also es wird auch krank. Devin, absoluter G von Team Fett aus London. Da Street Sharks wieder, später ausgeleuchtet.
so hyped, dass dieser Scheiß-Clip endlich online kommt. Mit der ganzen Story dahinter und davor und danach und alles. Alter, ihr seid nicht drauf gefasst. Was alles passiert ist vor diesem Backflip und wie sketchy dieser Backflip. Project Next Gen. Diesen Sonntag, 22.10. Project Next Gen auf Vimeo zu kaufen. Ihr seht hier unten schon den Link. Alle, die jetzt im Chat sind, ihr könnt den Film schon pre-ordern. Das heißt, sobald er rauskommt, habt ihr das Ding. Ja, ich glaube, es kostet 12 Euro oder 12 Pfund. Irgendwas mit 12 auf jeden Fall. Und die Einnahmen werden komplett fair gesplittet zwischen allen Teams. Alle neun Teams kriegen den gleichen Anteil. Und Max und der Fotograf sind quasi das 10. Team, kriegen auch ihren Anteil dafür, dass sie es gefilmt haben. Also Max nimmt sich nicht mal extra mehr raus, sondern gibt allen gleich viel und sich selber. Komplette Legende. Hat da so krank für gearbeitet. Also alle, die irgendwie Interesse an Parcours haben, die mal Bock haben, was richtig Hochwertiges vom Parcours zu sehen, ja, als nur Vlogs, zum Beispiel also von uns oder auch von Dom Tomato oder von Stora oder so, empfehle ich wirklich Project Next Gen zu kaufen. Das ist ein Ding, da nimmst du dir Popcorn mit, dann nimmst du dir ein Bierchen mit und dann ziehst du dir 2 Stunden an einem Sonntagabend oder an einem gemütlichen Abend da Dingen rein und genießt mal wirklich absolut Premium-Parcours für 2 Stunden. Interviews dabei, also nicht nur Edit und so, sondern Interviews dabei. Kranke Aufnahmen, jedes Team hat die 7 Tage in Bilbao anders verbracht, also. Das ist jetzt hier keine Werbung, damit ich oder die Schlappen Geld verdienen, sondern das wird gesplittet. Da sind auch Teams bei, die machen das nicht ansatzweise Vollzeit, für die ist das eine richtig wichtige Einnahmequelle. Und das ist einfach nur ein krank geiles Projekt, damit supportet er die Szene, damit supportet er Parcours, damit kriegt er Einblicke in Parcours. Wie wir, die Community lebt, wie wir zusammen agieren. Das ist überhaupt kein Konkurrenzkampf, sondern alle miteinander sind. Das sieht man auch gut in dem Projekt und ihr supportet Max für seine kranke Arbeit. Also, gönnt euch das Ding und ich bin selber unfassbar hyped, das Ding endlich zu sehen, nach über einem Jahr warten.